Wir haben nun also gesehen, wie man mithilfe der logistischen Funktion die lineare Regression robust machen kann gegenüber Ausreißer, wie die Loss-Funktion, das heißt in diesem Fall speziell die logistische Reaktion, dies erreicht. Und jetzt kommen wir zu einem neuen Problem, das im Prinzip alle linearen Modelle betreffen kann. Nicht nur die logistische Regression, sondern auch die lineare Regression oder auch neuronale Netze. Das Problem oder Phänomen heißt Overfitting. Man kann es beobachten, wenn man den Fehler seiner Modellfunktion misst. Wir verallgemeinern jetzt hier etwas und betrachten nicht mehr eine Modellfunktion y, sondern verallgemeinern auf die Hypothese, das heißt die Parameterbelegung h, was durchaus auch eine Parameterbelegung fürs Konzeptlernen sein kann. Und wir schauen uns an, bezüglich eines Datensatzes d und einer zweier gegebener Hypothesen h2 und h1, ob eine gewisse Eigenschaft erfüllt ist. Nämlich, dass für die Hypothese h2 der Fehler auf den Daten kleiner ist als für h1, aber der wahre Fehler, Error Stern, Sie erinnern sich, für h1 kleiner ist als der von h2. Das bedeutet, dass wir auf den Daten zwar eine sehr gute Modellfunktion gefunden haben, die uns zur Verfügung stehen, auf den Beispieldaten, aber dass diese Modellfunktion H2 oder diese Hypothese nicht vernünftig generalisiert. Denn es gibt eine Hypothese H1, die einen noch kleineren Fehler ermöglicht. Das nennt man Overfitting. Schauen wir uns das nochmal visuell an. Auf der Y-Achse ist der Fehler geplottet und auf der X-Achse, nun, ich nenne es jetzt erstmal hier sich vergrößernde Modellfunktionskomplexität. Wie man das Ganze dann zeigt, dass eine Modellfunktion komplexer ist als eine andere, das sehen wir dann, aber die Annahme ist hier, dass H2 komplexer ist als H1. Wir können es auch intentional definieren, indem wir einfach sagen, H2 ist deshalb komplexer als H1, weil die Hypothese zu sehr auf die Daten zugeschnitten ist und aufgrund der zweiten Eigenschaft, die wir hier noch nicht sehen, mit der Realität nicht so gut anfangen kann. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir den wahren Fehler auch so plotten könnten, nehmen Sie diesen Plot hier, also diese vielleicht zuerst zu dieser Linie. Diese Linie entsteht zum Beispiel, wenn Sie inkrementell die Modellfunktion optimieren mit irgendeiner Lossfunktion. Dann haben Sie in jedem inkrementellen Schritt einen neuen Parametervektor mit jedem Schleifendurchlauf. Und das könnte jetzt hier ein zwischendurch gefundener Parametervektor H1 und das ein zwischendurch gefundener Parametervektor H2 sein. Zwischendurch haben Sie bei jedem inkrementellen Update mal die Parametervektoren gezogen und den Fehler auf d berechnet, die Missklassifikationsrate, und diesen Plot erhalten. Schwankt mal ein bisschen, mal geht es schneller, mal geht es langsamer, fällt aber mehr oder weniger stetig. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir den wahren Fehler genauso ermitteln könnten, das ist jetzt hier diese gestrichelte Linie, wir können den nicht ermitteln, das ist ja der wahre Fehler, das heißt, wir haben üblicherweise keinen Einblick in die Welt aller Objekte und wie sie zu klassifizieren sind, sondern haben halt nur die Daten. Aber wenn wir uns vorstellten, dass wir den wahren Fehler ermitteln könnten, dann würden wir beim Phänomen des Overfittings, wenn wir zum Beispiel irgendwie in der Praxis festgestellt haben, dass unsere Hypothese H2 doch nicht so gut funktioniert und die H1er-Hypothese viel besser ist, dann würden wir folgende Situation sehen, nämlich hier, dass der wahre Fehler entsprechend größer ist im Vergleich zu diesem hier von H2 zu H1, aber auf den Trainingsdaten geringer zwischen H2 und H1. Das ist genau dieses Verhältnis hier, ist das Verhältnis von H1 und H2 auf der gestrichelten Linie und diese Ungleichung hier auf der durchgezogenen Linie. Das heißt, hier war es
in der gedachten, in der hypothetischen Beispielsituation so, dass bis zu einem gewissen Grad die Optimierung auf D erfolgreich war, der Modellfunktion, denn sie hat auch dazu geführt, dass der wahre Fehler immer kleiner wird. Und irgendwann hat sich die Entwicklung des wahren Fehlers von der Entwicklung des Trainingsfehlers oder des Fehlers auf den Beispieldaten entkoppelt. Und dadurch, dass wir auf den Trainingsdaten immer weiter optimiert haben, ist eine Situation entstanden, bei der wir auch in der Realität nicht mehr so gut klassifizieren können. Jetzt Ihre Frage. Wie meinten Sie das jetzt? Den wahren Fehler können wir nicht ermitteln? Okay. Ich gehe nochmal zurück in die Evaluierungsfolien. Sehen wir hier. Der wahre Fehler ist definiert bezüglich der ursprünglichen Objekte und ihrer Abbildung in den Feature-Raum. Sowie der, ich sag mal, menschlichen Funktion Gamma, die die Objekte auf ihre Klassen abbildet. Das ist unser Zielkonzept, das wir erlernen wollen. Und deswegen modellieren wir diese Lernsituation mit Hilfe von Beispielen und einer Abbildung in einen Feature-Raum und einer Modellfunktion Y. Wir schauen uns dann also für sämtliche Beispiele in unserem Feature-Vektor den an, wie hoch ist der Anteil der korrekt klassifizierten versus der nicht korrekt klassifizierten und berechnen diesen Anteil und der Anteil der nicht korrekt klassifizierten an allen Beispielen ist der wahre Fehler bezüglich der Ursprungsmenge O. Hier nochmal in Grau auch dargestellt, dass es im Prinzip dasselbe ist. Wir haben nicht das ganze Web und können es uns angucken und klassifizieren. Wir haben nur einen Ausschnitt vom Web und die Genre-Klassifikation zu jeder Webseite. Sagen wir mal, 1 Million Webseiten haben Sie manuell erhoben als Daten, aber Sie haben nicht alle 50 Milliarden Webseiten durchgegangen. Wenn Sie das gemacht hätten, dann bräuchten Sie ja keinen Klassifizierer mehr. Die Realität. Ja, genau. Wenn Sie nochmal an den Anfang der Vorlesung gehen, dann ist nochmal ein Unterschied. O ist in der realen Welt und das X, der Feature-Raum, den wir konstruieren, ist unsere Modellwelt. Wir können nur einen kleinen Ausschnitt der realen Welt im Computer abbilden und demzufolge auch nur einen kleinen Ausschnitt der realen Welt evaluieren. Wir kommen aber jetzt dazu, wie wir auch hier, trotz der Tatsache, dass uns der wahre Fehler nicht zugänglich ist, dennoch weiter voranschreiten können mit Hilfe von Evaluierung. Gut, also es hat sich in der Praxis also gezeigt, dass diese Hypothese H2 zu stark optimiert ist. Was ist passiert? Wahrscheinlich sind unsere Daten irgendwie schlecht. Wir haben irgendeine Art von Rauschen da drin, zum Beispiel Label Noise, oder wir haben ein nicht repräsentatives Sample unserer Daten gezogen. Es sind nicht alle Sonderfälle abgebildet oder zu viele Sonderfälle. Das heißt, die Verteilung zwischen den Klassen in der Realität ist eine andere. Das heißt, in O ist eine andere als in unserer Beispielmenge. Oder wir haben zu wenig Daten. Das heißt, wir haben von den in der Realität zuhauf vorkommenden Sonderfällen in unseren Daten einfach nicht genug Beispiele und demzufolge kann die Modellfunktion sie einfach nicht gut genug lernen. Oder wenn sie sie lernt, lernt sie in dem Feature-Raum nicht die gesamte, den gesamten Bereich, den diese Sonderfälle einnehmen könnten. So oder so gibt es hier Probleme, die eher in den Daten anzusetzen sind. Das heißt, wenn Sie Overfitting feststellen, ist es möglicherweise die Schuld der Daten. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, darauf kommen wir gleich. Betrachten wir zur Illustration des Overfittings dieses Phänomens zunächst einmal noch die lineare Regression und hier eine einfache Situation. Wir haben genau ein Feature, mit dem wir Datenpunkte repräsentieren und das ist der vorhergesagte Modellfunktionswert. Spielt jetzt keine Rolle, ob hier 0, 1, minus 1 oder irgendwie sowas. Ja. Wir haben demzufolge eine lineare Modellfunktion mit zwei Parametern und
Diese Parameter werden, wie Sie in den Algorithmen gesehen haben, zufällig initialisiert. Und das könnte jetzt die erste zufällige Initialisierung sein für diese Funktion. Das ist die erste Funktion, die wir uns anschauen. Wir schauen uns noch eine an. Man sieht ja hier vielleicht in den Daten, dass vielleicht eine Gerade nicht ideal ist. Man könnte ja hier eine Kurve annehmen, wenn man die Beispiele sich schon visualisiert. Na dann machen wir eine Basiserweiterung und erlauben Kurven. In dem Fall irgendeine zufällige Parameterbelegung. Wir haben das Feature X genommen, nochmal quadriert und haben demzufolge eine Modellfunktion mit drei Parametern erschaffen. Allerdings im Inputraum, im Feature-Raum sind wir immer noch eindimensional. Inputraum eindimensional, aber der Feature, Entschuldigung, ich korrigiere mich mal, der Inputraum ist eindimensional, wir haben nur ein Feature X, aber der Feature-Raum ist zweidimensional, weil wir zwei Features X und X Quadrat haben. Das ist ja durch die Basiserweiterung geschehen. Deswegen sehen Sie unten auch nochmal die Herleitung, was jetzt genau die verschiedenen Features hier sind. X und X Quadrat stehen für X1 und X2. Und wir berechnen ganz normal den Modellfunktionswert als Multiplikation des transponierten Gewichtsvektors W0, W1, W2 mit x. Hier auch wieder eine zufällige Initialisierung der Parameter, eine schöne Parabel. Fittet die Daten nicht wirklich, genauso wie die Gerade eben auch nicht. Wir können jetzt sagen, ne, hier gibt es ja immer noch ein paar Schwankungen. Ne? Warum modellieren wir die nicht auch? Eine Parabel wird das nicht ermöglichen. Wir wissen vielleicht, dass da ein paar Schwankungen möglich sind und erlauben jetzt eine Dimension, eine Polynom sechster Ordnung. Das heißt, wir machen eine weitere Basiserweiterung. Das Feature X wird hoch 1, hoch 2, hoch 3, hoch 4, hoch 5 und hoch 6 genommen. Das Ganze mit Gewichten multipliziert, summiert und dann noch W0 darauf addiert und wir haben eine Modellfunktion sechster Ordnung, ein Polynom sechster Ordnung. Immer noch eine lineare Modellfunktion, die Parameter bleiben linear, aber wir erlauben komplexere Modellfunktionsverläufe in diesem Raum hier. Hier die noch Funktionen nochmal gegenübergestellt und das erste, was man jetzt macht erstmal, bevor man überhaupt sich entscheidet, was ist denn jetzt die beste Modellfunktion, man optimiert sie zunächst einmal und dafür ziehen wir die Residual Sum of Squares heran, den Minimierung als Lossfunktion, die Minimierung des quadratischen Fehlers, der Abweichungen und erhalten dann hier die Gerade, die möglichst gut durch die Punkte verläuft und die Abstände hier minimiert. Hier eine Parabel, die auch ziemlich gut durch die Punkte läuft, hier wieder abfällt, stark ansteigt und hier wieder abfällt. Und hier erhalten wir tatsächlich eine Modellfunktion, die alle sechs Punkte durchläuft, alle sechs Beispiele, die wir haben, und einen Fehler von 0 aufweist. Jetzt stellt sich die Frage, welche ist denn jetzt gut und warum? Vielleicht gebe ich die Frage mal direkt an Sie. Für welche würden Sie sich entscheiden? Ja. Ich würde vielleicht die untere nehmen. Also die links ist halt dadurch, dass die unsere Daten schon so ein bisschen Krümmungen die mit aufweisen. Und bei der rechten ist, glaube ich, so das Problem, dass wir, sage ich mal, wir haben halt nur eine Möglichkeit für diese Funktion. Mhm. Ja, genau. Kann man so sehen, Sie haben Annahmen gemacht. Die haben zum Beispiel die Annahme, die ich eben auch gesagt habe, diese Beobachtung, die Daten scheinen hier eine Krümmung aufzuweisen, wenn ich jetzt im Kopf sozusagen eine Funktion malen wollte. Da scheint hier irgendwie eine Krümmung vorzuliegen. Kann auch Zufall sein, wissen wir nicht. Ich bin sicher, viele von Ihnen würden die rechte Funktion ablehnen, allein schon aufgrund der komischen Form. Aber wer weiß, wie die Realität aussieht. Kennen Sie eine Möglichkeit, wie wir das herausfinden können? Ja. Ja, und dann was? Ja, ganz genau. Evaluieren. Also, die Frage ist, wie wählt man denn jetzt diese Modellfunktion aus? Welche sollte man überhaupt wählen? Und ein Weg ist es,
wir holen uns ein paar Testdaten. Die werden nicht zum Training herangezogen, sondern jetzt nur, um zu prüfen, wie gut ist denn jetzt die Modellfunktion wirklich. Die Testdaten sind jetzt hier gegeben in grün und die Abweichungen entsprechend gezeigt. Die RSS-Funktion für die Testdaten ist entsprechend etwas größer im Beispiel A, für das Beispiel B immer noch verschieden von 0, das heißt nicht perfekt, aber durchaus kleiner als im Beispiel A. Und im Beispiel C, nun ja, sehen wir hier einen sehr großen Abstand in, gerade bei diesen extremen Ausschlägen der Funktion. Und das zum Quadrat hat definitiv einen großen Einfluss. Die Realität sah also so aus, zumindest in diesem zusätzlichen Sample, das wir gezogen haben. Es wirkt jetzt erstmal so, als wäre der Fall B der closest match, der beste Match. Aber wir wissen nicht, wie die Realität gestaltet ist. Sie haben immer nur eine Reihe von Datenpunkten, die Sie sich angucken können. Vielleicht haben Sie das Glück, dass Sie sich angucken können, aber Sie wissen nur etwas über den Rest der Objekte, die es zu klassifizieren gilt, wenn Sie noch mehr Daten holen und anfangen zu evaluieren. Und all das muss jetzt hier genauso geschehen, um das Phänomen des Overfittings ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Schauen wir uns also noch die Situation noch einmal an von zuvor. Wie gesagt, unsere beiden Hypothesen H1 und H2 mit dem Verhältnis von Fehler auf den Daten, auf denen sie optimiert wurden, versus des wahrscheinlichen oder hypothetischen wahren Fehlers. Und hier nochmal die drei Situationen von vorher, die drei Beispielmodellfunktionen. Hier das Verhältnis der Modellfunktion A zu dieser Modellfunktion hier ist besser. Vielleicht noch als Hinweis, als Einschub. Wir tun jetzt mal so, als wäre dieser Kurvenverlauf und dieser Kurvenverlauf für alle drei Modellfunktionen gleich. Aber es sind eigentlich drei verschiedene Kurven, weil wir natürlich nicht während der Optimierung einer Modellfunktion die Modellfunktion austauschen. Das ist ein Hyperparameter, welche Modellfunktion wir nehmen. Das haben wir bei der Evaluierung gesehen, bei der Modellselektion. Dafür brauchen wir Validierungsmengen und Ähnliches. Aber hier dient es eher nur als Frage, welche Funktion overfittet wird. Wir gucken jetzt also nur punktweise sozusagen hier auf den Unterschied zwischen dem Fehler auf D und dem hypothetischen wahren Fehler. Und ja, genau wie schon bei den Residuen gesehen, ist hier der Abstand am größten. Hier ist der Fehler insgesamt am kleinsten. Das heißt, deswegen ist diese Modellfunktion auch zu präferieren gegenüber den anderen beiden. Aber wir sehen hier schon, dass wenn wir diese Modellfunktion noch weiter optimiert hätten und sie diesen Verlauf genommen hätte, dann wären wir wahrscheinlich auch wieder in eine Overfitting-Situation hineingeraten. Das heißt, hier wurde der Ausstiegspunkt nahezu perfekt gewählt. Um das Ganze jetzt handhabbar zu machen, denn wir können den wahren Fehler ja nicht wirklich ermitteln, verwenden wir eine ganz normale Evaluierungssituation und eine Holdout-Evaluierung. Das heißt, wir haben irgendein Testset, das wir nochmal gesammelt haben, auf dem nicht trainiert wird. Auf dem Rest der Daten, die wir haben, wir trainiert und wir schätzen den wahren Fehler wieder. Das Ganze ist jetzt hier nochmal analog zu dieser Definition beschrieben. Wir haben eine Trainingsdatenmenge, wir haben eine Testdatenmenge. Beide überschneiden sich nicht. Wir können den Holdout-Fehler auf den Testdaten bestimmen und nehmen das Ganze als Schätzer für den wahren Fehler der Hypothese. Und die Hypothese H2 overfittet also D, wenn es eine Hypothese H1 gibt, für die gilt, dass der Trainingsfehler größer ist für H1 im Vergleich zu H2, aber der Testfehler kleiner als der von H2. Insbesondere unterscheidet sich auch der Testfehler von H2 sehr stark vom Trainingsfehler von H2. Das heißt, wir müssen nicht notwendigerweise einen Vergleich zu anderen Hypothesen ziehen. Wir können auch einfach hier die Abstände betrachten. Das wäre der untere Fall.
Beziehungsweise, wenn wir den oberen Fall haben, wenn wir tatsächlich mehrere Hypothesen der gleichen Modellfunktion miteinander vergleichen, dann haben wir hier das Verhältnis. So weit, so gut. Wie kann man nun Overfitting erkennen? Nun, einen Weg haben wir hier gerade gesehen. Wir schauen uns das an. Wir schauen uns die Daten an. Wenn wir Daten haben, die in einem höherdimensionalen Raum als dreidimensional verortet sind, können wir Einbettungsverfahren oder Projektionsverfahren verwenden, um sie zu visualisieren. Oder wir quantifizieren das Phänomen und berechnen die Differenz von dem Fehler der Modellfunktion auf den Testdaten versus dem Fehler der Modellfunktion auf den Trainingsdaten. Dann brauchen wir allerdings irgendeine Art von Threshold, um zu entscheiden, welcher Fehler uns denn zu groß ist. Wie kann man Overfitting vermeiden? Eine Quelle für das Problem des Overfittings, wie schon eben gesagt, könnten Fehler in den Daten sein oder schlechte Daten. Das heißt, wenn Sie bessere Daten besorgen oder mehr Daten samplen, können Sie Overfitting umgehen. Mehr hilft, also viel hilft viel in dem Zusammenhang. Und irgendwann haben Sie genug zusammen, dass selbst Ausnahmen kein Problem mehr sind und Sie zumindest die häufigsten Klassen problemlos repräsentiert bekommen. Wenn Sie sich die Mühe machen, sich Ihre Daten genau anzuschauen und insbesondere Fehler, die sich in den Daten gegebenenfalls befinden, ausschließen wollen, das heißt Beispiele wieder entfernen wollen auf Basis von heuristischer Fehleranalyse, dann muss man natürlich aufpassen, dass man nicht Daten entfernt, die zwar fehlerhaft aussehen, aber trotzdem realistisch sind. Sie können einfach früher aufhören zu trainieren, nicht bis ins Letzte hinein jedes Quäntchen an Verlustoptimierung herausziehen, sondern einfach dann aufhören, wenn sich schon eine grobe Konvergenz einstellt. Dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, nicht in einer Overfitting-Situation hineingerannt zu sein. Oder, und das ist jetzt die methodische Herangehensweise, das hier ist mehr so auf, ich sag mal, Erfahrung, Evaluierung und ich sag mal, vielleicht jede Menge Fleißarbeit bei den Daten basierend, einen Ansatz, Overfitting zu vermeiden. Muss man sowieso machen. Sie müssen ordentliche Daten besorgen, wenn Sie ein Machine Learning Modell trainieren wollen. Und Sie müssen sich den Trainingsprozess auch anschauen und nicht einfach bis ins Letzte hinein optimieren. Auch da vielleicht als Einschub: in der Forschung macht man genau das. Man optimiert bis ins Extrem. Einfach deshalb, weil es der fairste Vergleich ist zwischen Modellfunktionen. Wenn man aber in die Praxis dann gehen möchte, dann wird man das Optimierende wieder ein bisschen zurückfahren. Das nur ein Unterschied. Zum Evaluieren ist das Optimieren durchaus in Ordnung. Für die Praxis müssen Sie aber etwas eher aufhören. Das am Rande, aber ja, der methodische Ansatz wäre der Regularisierung. Und zwar bedeutet Regularisierung, dass Sie, wenn Sie sich die Beispiele von eben vergegenwärtigen, die Funktionen etwas glätten. Wie kann man das erreichen? Nun, wir wollen im Prinzip dafür sorgen, dass die Parameter unserer Modellfunktionen, die absoluten Werte unserer Parameter, nicht extrem werden. Wir sehen gleich, wie das aussieht. Im Allgemeinen, und das ist jetzt hier der erste Punkt, wollen wir, dass die Modellfunktionen einfach sind. Sie sollen eine geringe Komplexität haben. Warum? Nun, Sie kennen vielleicht Occam's Razor als Begriff, der aussagt, die einfachste Erklärung, sinngemäß aussagt, die einfachste Erklärung für ein Phänomen ist die beste. Und wenn Sie das Phänomen eines Datensatzes haben, für das Sie eine Modellfunktion oder eine Hypothese aufstellen wollen, die die Daten erklärt, dann sollten Sie die einfachstmögliche Hypothese heranziehen, selbst wenn diese nicht perfekt ist. Denn mit höherer Wahrscheinlichkeit wird es sich bei dieser Hypothese um diejenige handeln, die tatsächlich wahr ist. Das ist nicht immer der Fall. Es ist auch nur eine Heuristik, eine Faustregel, die in der Realität
der Konstruktion von solchen Modellfunktionen im Speziellen, aber auch in den Naturwissenschaften im Allgemeinen, häufig zutrifft. Die Natur optimiert Dinge, die Evolution optimiert Dinge und versucht, den effizientesten und energieeffizientesten Weg zu gehen. Und demzufolge sind die Funktionen wahrscheinlich einfach, die am Ende herauskommen. Aber garantiert ist das auch nicht. Schauen wir uns also an, was sind Regularisierungsverfahren? Wir haben jetzt die Regularisierung im Machine Learning Stack immer übersprungen. Sie kommen hinzu beim Optimierungsobjective, das heißt, sie werden der Verlustfunktion hinzugefügt. Das Plus hier ist, kann man sogar literal verstehen, es wird wirklich einfach addiert zur Verlustfunktion. Und wir schauen uns jetzt hier zwei Regularisierungsfunktionen an, nämlich die euklidische Norm und die absolute, Absolute Value Norm. Gegeben sei irgendeine Loss-Funktion hier. Und zwar ist das Prinzip, wie schon angedeutet, dass die Parameterwerte einer Hypothese möglichst klein gehalten sollen, klein gehalten werden sollen, das heißt möglichst einfach. Wir quantifizieren die Parameterwerte mithilfe eines Regularisierungsterms, einer Funktion R, die einschätzt, wie kompliziert die Parameter, die bis jetzt ermittelt wurden, durch Optimierung der Lossfunktion sind, und multiplizieren das mit einem neuen Hyperparameter Lambda. Das Ganze wird dann addiert zur Lossfunktion und es entsteht so etwas wie eine regularisierte Lossfunktion. Hier um das Ganze abzusetzen als kalligraphisches L und nicht einfach als L. Wenn ich die Loss-Funktion optimiere, alleine, erhalte ich immer bei einer konvexen Lernsituation das Minimum oder einen Wert sehr, sehr nah am Minimum. Durch das Hinzufügen dieses Regularisierungsterms beschränke ich die möglichen Hypothesen, das heißt, dadurch, dass ich die absoluten Werte der Parameter klein zu halten versuche. Ich bestrafe komplexe Parameterkombinationen. Und dadurch schränke ich den Suchraum ein oder mache Teile des Suchraums bedeutend unwahrscheinlicher. Mit dem Hyperparameter Lambda kontrollieren wir, wie stark dieser Regularisierungsterm einwirkt. Die Summe hier reicht, es geht immer nur darum, diese Funktion zu minimieren. Betrachten wir also das Beispiel C von vorhin. Hier die Modellfunktion zur sechsten Ordnung, das Polynom zur sechsten Ordnung mit den sieben Parametern auf Basis dieses einen Features x. Als Verlustfunktion nehmen wir einfach die RSS-Funktion und das ist jetzt dieser Term hier und als Regularisierungsfunktion die Summe der absoluten Beträge der Parameter W1 bis W6. W0 lassen wir außen vor, komme ich gleich zu. Für einen Wert von Lambda gleich 0 ergibt sich dieser optimale Parametervektor nach der Optimierung. Und Sie sehen, die Parameter fühlen sich groß an, man hat erstmal keine Referenz, aber es sind schon relativ große Zahlen, die herauskommen. Und wie Sie sehen, hat die Modellfunktion den bewussten Verlauf mit den extremen Ausreißern hier und hier. Wenn ich jetzt Lambda auf 0,001 setze, dann sieht die Funktion plötzlich ganz anders aus, nachdem ich sie optimiert habe. Sieht schon deutlich besser aus, meinen Sie nicht? Im Vergleich auch vielleicht zu der zum Beispiel B. Ich springe nochmal hier hin. Ja, genau, im Vergleich zum Beispiel B, denn hier geht es ja wieder runter. Wir wissen nicht, was hier passiert, wenn wir hier noch mehr Beispiele sammeln. Geht es hier hoch oder runter? Vielleicht ist eine Modellfunktion, die divergiert, besser. Und die Parameter, die optimalen Parameter sind bedeutend kleiner. Die größten Parameter haben nicht mehr eine dreistellige Zahl vor dem Komma, sondern höchstens noch eine 2 und eine 1. Ich kann den Parameter noch ein bisschen weiter drehen, noch etwas vergrößern auf 0,02 und
dann dafür sorgen, dass die Modellfunktion fast schon der Gerade gleicht am Anfang und hier dann langsam abflacht. Und die Parameter werden entsprechend bedeutend kleiner. Keine Zahl größer 1 mehr. Welche dieser Parametrisierungen für Lambda und damit welche Form der Regularisierung der dieser doch recht mächtigen Modellfunktion denn die beste ist, das kann nur Evaluierung zeigen. Das heißt, den Parameter Lambda, den müssen Sie genau wie bei den Evaluierungsfolien gesehen, mit Hilfe eines Validierungssets optimieren. Das hängt sehr stark von den Daten ab, die Ihnen vorliegen. Also, zur Zusammenfassung, die Komplexität einer Modellfunktion hängt im Falle der linearen Modelle von den absoluten Werten der Parameter ab. Je komplexere Parameter ich zulasse, umso komplizierter können auch Modellfunktionen werden. Umso extremer können sie werden. Sie entfernen sich stark vom Ursprung. Wenn ich nur eine gewählte Lossfunktion wie RSS minimiere, dann gibt es im Endeffekt keinerlei, dann gibt es im Endeffekt keinerlei Beschränkung, bis wohin die Optimierung von W reicht. Wenn ich eine konvexe Lossfunktion habe, dann wird der Parametervektor im Minimum enden, wenn ich nur lang genug lerne. Mit Hilfe der Regularisierung, das heißt dieses Terms hier zusätzlich in der Lossfunktion, erschaffe ich ein Gegengewicht dafür. Und je stärker W, das heißt hier in dem Fall bei der Summe der Parametergewichte, bei der Summe der absoluten Parametergewichte wächst, umso stärker wird mit Lambda das Gegengewicht. Und man verhindert, dass komplexere Funktionen gegenüber weniger komplexen im Sinne der Parameter einen Vorteil haben. Lambda ist der einzige zusätzliche Parameter, der eingeführt wird, denn in die Funktion R fließen nur die Parameter ein, die es sowieso zu optimieren gilt, so wie bei der Verlustfunktion auch. Das heißt, nur Lambda ist eine Konstante, die ich wählen muss. Jetzt zu Ihrer Frage. Verstehe ich das falsch oder ist auch hier Overfitting eine potenzielle Gefahr bei der Regularisierung selbst? Ja, Overfitting ist immer eine Gefahr, aber durch die Reduktion der Komplexität Ihres Modells machen Sie Overfitting unwahrscheinlich. Also man kann immer nur mit den Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten dieses Phänomens spielen, wie wir auch nur mit der Wahrscheinlichkeit dafür hantieren können, dass die Modellfunktion, die Sie auf irgendeinem gegebenen Datensatz lernen, wirklich eine gute ist. Das kann man nur sehen, wenn man sie dann benutzt und hofft, dass die Kunden Ihnen nicht aufs Dach steigen oder Sie verklagen. Frage. Es gibt andere R-Funktionen, wir sehen jetzt gleich zwei. Eine davon haben wir jetzt gesehen, das ist die Lasso-Regressionsfunktion und die Rich-Regression sehen wir jetzt auch. Genau, habe ich hier noch was? Ja, genau, also wir betrachten nur in der R-Funktion den Parametervektor ohne die W0-Komponente. Wir wollen nämlich nicht, dass eine Funktion nahe dem Ursprung notwendigerweise ist, nur damit sie weniger komplex ist. Wenn sich im Feature-Raum aus irgendeinem Grund die Daten nicht nahe des Ursprungs befinden, dann soll die Modellfunktion natürlich bei den Daten sein und nicht irgendwo beim Ursprung. Das heißt, W0 darf frei variieren, hat aber dann auch weniger was mit der Komplexität der Funktion selbst zu tun, sondern nur mit ihrer Lage. Das heißt hier W0, der Y-Achsenabschnitt, während alle anderen Parameter die Form der Funktion beeinflussen und dadurch die Komplexität der Diskriminationshyperebene, die wir ziehen im Feature-Raum. Genau, haben wir noch was? Genau, Regularisierung, Glättung kann man auch sagen. Wir machen etwas smoother und
Dadurch, dass wir Regularisierung anwenden, wie schon gesagt, wir wenden mal sozusagen Occam's Razor an und sagen, einfachere Modelle sind besser als schwierigere Modelle. Und das ist direkt eine Annahme, die wir hier treffen, die man im Machine Learning häufig trifft und fügt der Modellfunktion Inductive Bias hinzu. Schauen wir uns nun also zwei Regularisierungsfunktionen an, die Rich Regression und die Lasso Regression. Rich wurde zuerst erfunden und beide machen im Prinzip dasselbe, nur berechnen die Vektornorm des Parametervektors. Die Rich Regression, die L2-Norm und die Lasso Regression, die L1-Norm. Zu den Begriffen stehen hier noch die Details. Wie schon gesagt, wir berechnen die Norm startend mit dem, der Parametervektor ist zwar vollständig inklusive W0 die Eingabe, wir berechnen die Norm startend mit dem Gewicht W1 und ignorieren W0, deswegen hier nochmal das Highlighting. Und das kann man natürlich dementsprechend auch wieder umformulieren, wenn man tatsächlich nur den Parametervektor ohne W0 hat, kann man auch hier eine Vektormultiplikation wieder machen. Bei der Lasso-Regression klappt das so nicht. Da nehmen wir einfach nur die Absolutbeträge, so wie eben im Beispiel auch gesehen, und summieren sie. Schauen wir uns das nun an einem illustrativen Beispiel an. Hier haben wir zunächst eine Loss-Funktion ohne Regularisierung, zum Beispiel die RSS-Funktion, der quadratische Loss. Der ist jetzt hier im Dreidimensionalen abgetragen für die beiden Parameter W1 und W2. W0 lassen wir mal außen vor, wie gesagt, spielt hier keine Rolle bei der Regularisierung. Und wir sehen dann hier diese konvexe Kurve. Und wenn wir das Ganze uns im Zweidimensionalen anschauen, dann sehen wir diesen optimalen, das heißt das Minimum dieser Kurve hier zum Beispiel. Das ist jetzt nicht ganz exakt bezüglich des Nullpunkts hier, aber hier ist der Nullpunkt einfach verschoben, beziehungsweise hier ist gar keine Skala angegeben, sagen wir es mal so, aber nicht, dass Sie sich wundern. Wir tun mal so, als wäre der Nullpunkt hier und diese blauen Linien sind die Konturen gleicher Verlustwerte auf dieser Hüllkurve. Das heißt, wir sehen hier sozusagen im Zweidimensionalen die Steigung. Schauen wir uns jetzt den Regularisierungsterm R an für die Rich-Regression, das heißt die L2-Norm, und wir sehen etwas Ähnliches, nämlich Konturen hier, die konzentrisch aufsteigen, und so sieht das Ganze im Dreidimensionalen dann aus. Die Lasso-Regression sieht anders aus. Sie hat eine andere Charakteristik und bildet Quadrate, konzentrische Quadrate. Diese unterschiedliche Charakteristik der beiden Funktionen hat auch unterschiedliche Auswirkungen darauf, wie die Optimierung dann einer Loss-Funktion inklusive eines Regularisierungsterms mit Lambda größer 0 abläuft. Das wollen wir uns jetzt hier nochmal genauer vergegenwärtigen, erstmal in kleinen Schritten, später gibt es auch eine Animation. Hier nochmal der Ausgangspunkt, die Loss-Funktion, dazu der Regularisierungsterm mit irgendeinem Lambda größer 0, hier Lambda gleich 10. Und wenn ich das hier gemeinsam, das heißt dieses kalligraphisch L von W minimieren möchte, dann lande ich nicht im ursprünglichen Optimum der Loss-Funktion, sondern diese Kurve zieht sozusagen durch diese Durchschnittsbildung, die hier mit dem Lambda erzeugt wird, das Minimum ein bisschen näher zu diesem Ursprung. Für ein kleines Lambda ein kleines Stück. Wenn ich das Lambda größer mache, mehr Konturlinien, stärkere Steigung, ein größeres Stück. Im Vergleich dazu die Lasso-Regression. Hier für kleines Lambda wird das Minimum ein kleines Stück Richtung Ursprung verschoben und für großes Lambda ein großes Stück. Der Unterschied zwischen beiden ist, ich gehe nochmal zurück,
Der Unterschied zwischen beiden ist, dass hier die Tangenten der Konturlinien im Prinzip die Strecke definieren, die mit aufsteigendem Lambda das Minimum nimmt. Hier ist es genauso. Es sind auch die Tangenten der Konturlinien, aber wie Sie sehen, ist die Tangente hier dadurch, dass es hier, dass hier ein Quadrat ist, auf der Kontur, die Konturlinie ein Quadrat ist, sind die Tangenten anders situiert. Das heißt, ich werde zunächst irgendwo hier landen und das Feature W1 wird komplett, das Gewicht für das Feature W1 wird zunächst komplett auf 0 gesetzt, bevor irgendwelche anderen Features auf 0 gesetzt werden. Das heißt, der Unterschied hier ist, dass bei der Ridge-Regression alle Parameter anteilig gleichmäßig reduziert werden, aber keiner jemals 0 wird, es sei denn, man landet irgendwann im Nullpunkt. Bei der Lasso-Regression hingegen werden die Parameter ihrer Wichtigkeit nach auf Null gesetzt, ihrer Unwichtigkeit nach oder ihrer Extremheit nach. Das sehen wir jetzt hier nochmal in den Animationen, beziehungsweise hier der Pfad, der genommen wird bei der Ridge-Regression, hier der Pfad, der genommen wird bei der Lasso-Regression. Ich zeige das jetzt auch nochmal. Sie sehen jetzt hier die Konturplots der RSS-Funktion für irgendein Lernproblem und hier das steigende Lambda. Und Sie sehen, es wird eine schöne Kurve beschrieben mit dem Zielpunkt des Ursprungs. Irgendwann, wenn Lambda riesig wird, kommen wir doch mal an und dasselbe können wir uns jetzt nochmal anschauen für die Lasso-Regression. Hier ist das Verhalten ein anderes. Jetzt sehen Sie hier, was hier passiert mit den Konturen. Wir gehen direkter auf diese Achse zu, linear, bis sie 0 wird. Und dann werden andere Features, in dem Fall dieses Feature hier, minimiert. Welche dieser Funktionen für Sie die richtige ist, das hängt von der Situation ab, von der Lernsituation und gegebenenfalls auch davon, ob welches Lernverfahren Sie einsetzen wollen. Bei der Ridge-Regression ist es so, dass wir eine differenzierbare Situation haben. Demzufolge können wir auch hier ganz normal die Parameter abwärts berechnen. Und das passiert jetzt auch hier. Wir schauen uns jetzt die lineare Regression nochmal in ihrer regularisierten Form an. Ausgangspunkt ist eine lineare Modellfunktion, ohne Basisexpansion hier. Wir sind wieder bei einfachen Features, P-Features. Und das ist dann die Vektorschreibweise dieser linearen Modellfunktion. Gewichtsvektor transponiert, multipliziert mit einem Beispiel, ergibt den Modellfunktionswert. Wir definieren eine regularisierte Verlustfunktion, bestehend aus der RSS-Funktion plus Lambda mal dem Ridge-Term. Hier dann nochmal ausgeschrieben. Und das Ziel ist es jetzt, den optimalen Parameter im Vektor zu identifizieren, der diese Verlustfunktion minimiert. Wir können jetzt genau wie vorher auch wieder eine direkte Methode anwenden. Das heißt, wir haben hier eine Matrix X, n Zeilen, p plus 1 Spalten, wobei jede Zeile einem Beispiel entspricht. Entschuldigung, jede Spalte entspricht einem Beispiel. Wir haben die Verlustfunktion, wie oben definiert, hier in Matrix-Schreibweise. Ganz analog zu vorher auch der Ridge-Term hier eingeschränkt auf den Parametervektor ohne W0. Jetzt wollen wir diese Verlustfunktion minimieren. Wir wenden eine direkte Methode an. Das heißt, wir bilden die Ableitung nach dem Gewichtsvektor, die partiellen Ableitungen nach jedem einzelnen Gewicht hier zusammen in Matrix-Schreibweise. Und wir
erhalten im Prinzip diese Gleichung, nachdem wir die Ableitung gezogen haben, müssen jetzt nach dem Parametervektor w auflösen. Wir formen das Ganze also ein bisschen um und klammern dann w xt wird zunächst in die Klammer hineingezogen, danach wird w ausgeklammert hier aus dem, was übrig bleibt. Dieser Vektor hier wird dadurch zu einem diagonalen Vektor, weil wir alle Gewichte hier ausgeklammert haben, nämlich w1 bis wn, und dieses Gewicht existierte nicht, demzufolge ist es 0. Nach w aufgelöst erhalten wir dann diese Formel, und das sind dann, wie zuvor schon gesehen, die normalen Gleichungen. Das ist eine Konditionierungsmatrix, eine zur Regularisierung herangezogene inverse Matrix von xt, und wir erhalten auf diese Weise den optimalen Parametervektor für diese neue konvexe Situation. Damit sind wir am Ende der Regularisierung. Gibt es bis hierhin Fragen? Oder noch weitere Fragen? Okay.